Hallo und herzlich willkommen zurück an Tag 8 bei Sauwetter und guter Laune. Noch schnell einen Schluck getrunken, die Kokosnussschalen eingesteckt und ja, wir können noch eine Runde spazieren gehen. Schnell gespeichert und los. Das war ja schon mal eine geniale Entdeckung eigentlich hier mit dieser Falle da vorne. Schlingfallen, Pflanzen, Dings, Bums und der Höhle. Oh nein. Ich wollte gerade euphorisch... Wo ist denn der jetzt? Wo ist der? Da oben. Naja gut, ich bin ja dankbar, dass sie inzwischen wieder singen und nicht schon wieder zu zweit. Ich schleiche mich mal von dann. Ist das richtig? Wenn die singen, dann merken sie nichts, ne? Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja gut, wir schleichen uns wie immer an einer Felswand mal rauf. Gucken mal, wo es hier hingeht. Ich glaube, parallel zu uns, da wo die gesessen haben, ein Stück rauf, da ging auch ein Weg. Vielleicht gehen wir ja hier direkt auf irgendwas zu. Pilze sind da hinten, die brauche ich nicht. Achso, hier ist der Weg schon. Ja, passt doch. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Geradeaus oder rechts? Da gehe ich nicht hin, da sitzen die. Geradeaus, ich gehe jetzt geradeaus. Immer schön nach unten gucken. Vorsicht, nicht so schnell um die Ecke. Das ist ein Pekari. Wie sieht es eigentlich mit unserem Essen aus? Ist das noch gut? Und haben wir Hunger? Ja, ein bisschen. Das essen wir mal. Kleinen Pilze hier, dann passt das schon. So, und es wird auch schon wieder dunkel. Hier ist aber erstmal nichts, ne? Wenn uns das Fleisch vergammelt, dann brauchen wir was Frisches. Ist leider so. Och, Mäuschen. Ich habe eine Schlange gehört. Und wo war die jetzt? Wo war die jetzt? Ich habe mein Speer nicht. Das ist schlecht. Für mich hörte sich das an. Ah, da. Ja, und jetzt komme ich nicht. Okay. Zeit, den Bogen auszuprobieren. Bam. Jo, dankeschön. Ich glaube, das hat gesessen. Jetzt mache ich hier schon wieder ein Schlachtfest raus, ne? Wollte ich gar nicht. Aber die hat mich angezischt. Das ist mein... Das soll jetzt auch nicht umsonst gestorben sein. Und mein Steinspeer, okay. Die Frage ist, es wird dunkel. Nee, du kannst leben bleiben. Nun habe ich echt genug. Es wird dunkel. Oh. Und wir sind wieder sehr schwer. Aber hier geht es auch nirgendwo hin, ne? Ich glaube, ich sollte nächstes Mal den Weg rechts runter probieren. Ich bin mir noch nicht sicher. Kann ich da nochmal runter gucken? Da scheint es irgendwie runter zu gehen. Oder so. Also weglaufen kann ich jetzt auch nicht, wenn mich jetzt irgendwas überfällt. Also Dicky hat wieder zu schleppen. Ach so, nee, das ist nur so eine Senke. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da kann man auch nichts erkennen. Also ich jedenfalls nicht. Wo bin ich hier? Keine Ahnung.
Ja, dann ich guck noch mal von dem Felsvorsprung da vorne. Und ansonsten machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ich hoffe, ich komme wieder heil an den beiden Heinis da vorbei. In die Höhle. Ja, hier ist. Ne, hier ist auch nichts. Also nichts Aufregendes, was ich erkennen könnte. Ich meine, vielleicht übersehe ich ja was, aber ne. Ne. Okay, gut, wir gehen, weil es dunkel wird, wieder zurück. Ja, Wasser, Fett, was haben wir dabei? Ach so, die Knochen, ja, können wir uns vielleicht ein Feuer, ein Knochensüppchen machen oder so? Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich wieder heil durchs Gebüsch komme hier. Ey, du siehst hier auch nichts. Das ist einfach. Also ich sehe hier gar nichts, wenn ich so durchs Gebüsch gehe. Aber nichts drin. Nehme ich das mit? Nee, ich habe genug trockene Blätter. Lieber da lassen und auf ein paar frische Frühstückseier hoffen. So, hier waren wir und dann sind wir den Weg da lang gekommen. Bis zu dieser Abzweigung. Dadurch, genau. Ah, jetzt bist du wieder so langsam. Ich mag jetzt aber auch nichts wegwerfen. Auch so die Steine könnte ich eigentlich. Ja, ob das nun was bringt. Oh, nicht den Verband. Der muss mit. Das ist meine. Ja, geht schon besser. So, okay. Ich verzichte jetzt auch mal aufs Trinken unterwegs. Aber genug Holz sollte ich nochmal sammeln. Was ist das? Baumwurzel. Unbekannter Pilz. Oh, und ich sehe schon wieder nichts. So, hier ging's. Hier ging's, da weiß ich nicht. Oh, Molinaria, die haben tatsächlich. Ich bin. Das ist ein Zwang, ich muss die mitnehmen. Die haben tatsächlich die Population irgendwie erhöht, ne? Na, vielleicht sind die Doofen da ja auch weg. Dann können wir hier ganz gemütlich langlatschen. Aber ich sehe jetzt echt nicht mehr viel, ne? Aber ich schätze mal, wenn wir auf dem Weg bleiben, finde ich eher zur Höhle als durchs Gehölz. Soweit mein Gedankengang. Aber es ist so dunkel, ich sehe kaum noch irgendwas. Müsste aber hier doch gleich links sein, ne? Irgendwie. Wo ist denn diese Falle? Die war doch da an der Ecke. Da. Oh, was war das? Das war die doch, ne? Schlingfalle. Genau. Ist da jetzt was drin? Nö. Ja, dann mache ich sie jetzt mal ohne was nochmal scharf. Einfach so, weil ich es kann. Und jetzt gehe ich da runter. Und treffe hoffentlich irgendwie den Höhleneingang. Und dann mache ich uns mal ein bisschen Licht. Ja, und dann müssen wir schon wieder gucken, dass wir ein paar Sachen loswerden und was essen und trinken. Na, das gehört hier aber auch irgendwie zum Tagesgeschäft, ne? Ist ja Survival. Ja, da sind wir wieder. Und dann fange ich mal an. Wir machen ein Feuer. Irgendwie, ja, da so rein. Ins Trockene. Ich hoffe, das bleibt da auch trocken. Das werden wir dann sehen. So, und dann stell ich mal hier hin. Ach so, nee, da ist ja trocken. Ah, Logik. Die Trinkschalen, die kommen hier mal auf die Bretter. Da finde ja wohl hoffentlich selbst ich sie wieder. Da mache ich schnell einen Verband draus.
Nu haben wir es aber echt dicke hier mit Verbänden. Das Gute ist ja, dass die nicht verderben, ne? Die welken nicht und nix. Das ist echt schön. So, ach so, Mensch. Die Kokosnussschalen hätte ich auch zum Kochen verwenden können. Aber wir haben nur zwei. Und wir haben Durst. Also gibt's nur das, was wir sowieso schon gebraten haben. Jedenfalls kein Süppchen heute. Yes! Yes! So, mach's hell. Rauf mit dem Fleisch. Ich hätte mal erst das. Naja. So, das ist hier. Nee. Ich wollte das mal so ein bisschen sortieren. Sonst esse ich wieder rohe Dinge. Ja, das kann auch da liegen bleiben. So. Die Pilze sind jetzt leider gammelig. Weg damit. Verdorben. Was ist das? Weiß auch keiner. So. Gut, dann esse ich erstmal ein paar Pilze. Dann gibt's Tapirfleisch. Ja, ich trau mich, aber jetzt bin ich am Feuer. Komm, isst die jetzt, bevor sie schlecht wird. Klapperschlange. Auch lecker. Und ich frag mich, das sieht mir irgendwie komisch aus. Kann man den... Nö, der steht da nur rum. Hm. Naja, wer weiß, wozu der gut ist. Der bleibt mal da. Okay, jetzt regnet's. Das ist sehr schön. Mir kommt das so vor, als ob er heute auch gar nicht so viel... Oh, nicht nehmen. Du sollst doch nur trinken. So. Mir kommt das vor, als ob das heute irgendwie länger dauert, bis er müde wird. Oder bilde ich mir das ein? Hm. Das Einzige, was er hat, ist Durst. Bisschen Kohlenhydrate können wir noch nehmen. Aber ansonsten sind wir fit. Ein Turnschuh. Die essen wir jetzt auch mal ganz. So. Und das Fleisch brate ich noch. Jetzt habe ich diese Gammelpilze da mitten reingeschmissen. Ist auch nicht so lecker. So ist besser. Wir bauen einen Turm. Das brät vor sich hin. Ja, so langsam füllt sich das. Ja, das geht mir jetzt hier aber auch irgendwie auf den Wirsing. Das kommt hierhin. So, ein bisschen das Lager aufräumen. Ah. Und du hast schon wieder Igel, ne? Ja. Auch mitten aufs Essen. Warum tue ich das immer? Muss man das am Mittagstisch machen? Nee, was mache ich denn? Ich will doch hier gucken. Aber jetzt hast du nichts mehr, ne? Da unten ist nichts mehr. Jetzt geht's dir gut. Ey. Hä? Achso. Also heute bin ich auch so typisch grundverwirrt. Naja. So, dann warten wir noch auf das Fleisch. Und dann würde ich meinen, geht's morgen auch wieder los. Ich gehe das nächste Mal den Weg rechts runter. Irgendwohin, das muss ja irgendwie einen Sinn haben. So ein Weg führt ja irgendwann ans Ziel. Was immer das Ziel sein mag, das werden wir entdecken. An Tag 9. Haben wir schon Tag 9? Nö, aber fast.
So, das Fleisch ist fertig. Lecker Schmecker. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal fix speichern. Und dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge eigentlich auch schon durch. Damit wir. Wo wollen wir hin? Hier? Damit wir das nächste Mal wieder gestärkt losziehen können. Und ich verabschiede mich deshalb und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Gerne liken die Folge, wenn sie euch gefallen hat. Wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst das. Das macht auch nichts. Trotzdem, ja, bringt mir das Spaß und ich hoffe, ein kleines bisschen wenigstens euch auch. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Arrivederci und tschüss.